Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Riga. Und zwar ist Riga die Hauptstadt von Lettland. Und jo, da fahren wir heute die Linie T13 mit dem Obido 4, dem Ruhr Solaris. Und ja, genau, ist ja eine kleine Ecke weg und trotzdem sehen wir hier schon in der Nähe an der Abstellung ein paar bekannte Busse. Einmal hier aus Rheinhausen, einmal die RVB, einmal die URL. Das war, glaube ich, auch Rheinhausen. Und dann haben wir da vorne nochmal ein Static Vehicle stehen. Das Rodenau war das, glaube ich, alles hier der ins... Wo, ach ja, ganz schick. Ne? Und guck mal hier, da stehen wir. Wir tarnen uns da super, ne? Fällt fast nicht auf. Na gut, wir rüsten gerade mal auf, wir steigen gerade mal ein. Ich hatte gerade schon schmerzlich feststellen müssen, dass es, hier in der Tat keine Routen gibt. Ich habe mir mal ganz kurz die Hofdatei angeschaut und es gibt keine Routen. Das heißt, wir müssen per Ziel schildern, was bei dem Bus ja auch so ein Ticken, ein bisschen schwierig ist. Wir fahren die Linie 13, genau, da fahren wir hin. Das sind unsere paar Meter, so ein bisschen Luft im Bus und ein bisschen... So, na klar, der war schick. Ich mag die Sitze voll. Das Repaint ist, glaube ich, nicht aus der Stadt. Das ist, glaube ich, was Französisches, aber ich fand's ganz schick. So, don't care. So, wir fangen gerade mal los, wenn wir denn dürfen. Das ist also, wenn da keiner mehr ist. Oder aus... Gründen, wenn wir nicht wissen, was die anderen Leute tun. Gut. Es ist beruhigend, was er da macht. So, für uns geht es jetzt erstmal zum Startpunkt. Der ist da einmal an diesem wunderschönen, texturbehafteten LKW vorbei. Ja, das sollte man irgendwie überleben. Wir kommen... Ach nee, wir kommen ja gar nicht von hier. Wir fahren aber anders lang. Wir kommen von da links, aber wir kommen ja von da, wo wir gerade Haus fahren. Heißt, gegen Ende macht die Linie so ein bisschen ein paar... Uiuiui, das wollte ich jetzt aber nicht. Macht die Linie so ein paar Schlenkerchens, die man nur in eine Richtung da fährt. Und das ist ja das, was wir machen. Genau, da vorne A schweben Autos und B ist irgendwie so ein Markt oder so, wie es hier das aussieht. Auf jeden Fall ist hier anscheinend auch das Busdepot oder sowas in der Art. Auf jeden Fall warten hier immer die Busse auf ihren Einsatz. Ich darf ja theoretisch gar nicht reinfahren. Steht auf dem Schild. Also steht tatsächlich auf dem Schild. Da steht ja nicht irgendwie frei für Busse, sondern da stand ja wirklich verboten für Fahrzeuge aller Art. Beruhigend. Naja, gut. Jetzt hoffen wir mal, ihr wolltet einsteigen, liebe Leute. So, das mit dem Ziel ist natürlich so eine Sache. So, wollen wir mal ganz kurz so machen und dann so machen. Genau. Einen schönen guten Tag. Hallo. Einmal einsteigen, bitte. So. Dann haben wir doch alle drin. Da können wir noch einmal... Dann lassen wir die Kasse einmal so, wie sie ist. Das ist mir jetzt relativ Käsekuchen. Und einmal Abfahrt für uns. Genau, also da links, ganz kurz. Oh, genau, das ist der Kollege übrigens. Das ist kein Static-Bus, sondern das ist der Kollege. Der wartet irgendwie bis um 15 Uhr. Und da ist irgendwie so eine Ansammlung von Marktständen. So, das fand ich ganz... Wollte ich nochmal gezeigt haben. So. Sonst niemand mehr mit. Sonst niemand mehr mit. Gut. Dann werden wir einmal fahren. So, ihr wartet doch hoffentlich alle. Ja, die machen das schon. Das klingt immer sehr beruhigend mit dem... Naja. Mit dem Schlupfen, aber hey. So, sehr viele Gäste, jetzt willkommen an Bord unseres Busses der Linie 13. Habe ich schon wieder vergessen, wo wir hinfahren. Warum darf ich überall nicht reinfahren? Hier sind überall Einfahrtverbotenschilder. Ist das irgendwie normal, oder? Naja, müssen wir mal schauen. Ist mir auch ein bisschen egal, weil da steht fährt unsere Linie lang. So, du biegst nicht ab. Dankeschön. Ihr biegt auch nicht... Hä, der war... Hä? Okay. Mich auch irritiert, sind die Oberleitungsbusse, also, ist das vielleicht eine Oberleitungsbuslinie? Weil wir haben ja Oberleiter, so, die Dame möchte nicht mit, dann werden wir sie mal stehen lassen.
Ja, gut. Es ist, ja, wird wahrscheinlich tatsächlich so eine O-Bus-Linie sein. Da stand doch irgendwas von Trolleybus in der AI-Liste, die ich ein bisschen bearbeite. Ich musste ein paar Sachen bearbeiten wegen Umlaute und ach, ich hatte heute schon meinen Spaß hier mit der Karte. Ah, bis da alles gelaufen ist, aber hey. So ist es halt, was wir da machen. So. Dab, 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 dab. Bitte warten Sie einen Moment. Ihre Ampel ist in Bearbeitung so, und ihr seid alle ganz fröhlich wie die Fahrgäste. Ja, auf ihr Haar. Auf jeden Fall. Diese Losheizen freut auch bestimmt hier den Fahrgästeschwör, ja. Das auf jeden Fall. Die stehen da jetzt aber nicht alle da, wo wir hin müssen, oder? Bitte nicht. Nein, wir müssen geradeaus. Nein. Nee, wir müssen tatsächlich vorne nach rechts. Ja, geradeaus und dann nach rechts. Ah. Ich drängel mich da mal irgendwie durch. Ich drängel mich ganz vorne irgendwie durch. Was? Ich, warte natürlich seriös immer an der Ampel, bis ich dran bin. Ich würde mich nie vordrängeln wollen, tun. Würde ich nie machen. Alter, da bist du hier vorwärts kommst, das ist ja nicht mehr normal. So lässt mich in einer von euch rein. Ist denn einer so sozial und lässt einen asozialen Busfahrer, der da sich irgendwie die Vorfahrt snackt. Ja, natürlich ist mit auf der Kreuzung, ist halt irgendwie ungeil, aber was willst du machen? Jo. Okay, da ist jetzt aber niemand mehr. Das heißt, hier kann ich einmal ganz kurz... einmal ganz kurz durchrushen. So. Jo, ist ja abenteuerlich hier, du, ne? Abenteuerlich hier Bus zu fahren. Ich habe auch irgendwie gar nicht geschaut, was es... Also, anscheinend gibt es keine anderen Linien außer diese Linie 13. Sonst wäre ich sie auch nicht gefahren. Ja, mehr gab es in der Fahrplanauswahl nicht. Akquizit mehr Ziele haben wir auch nicht und Akquigröße war die Karte auch nicht. Von daher passt das schon. So, nächster Halt. Da, das dürfte unser Drücker sagen. Ah, gegen Ende kommen dann ein paar mehr Haltestellen. Jetzt stehen wir hier so ein bisschen immer an der Ampel und ja, sammeln. Verspätung? Boah, gut, haben wir schon ein bisschen gesammelt. Och, Leute. Ich muss ein bisschen sanfter bremsen. Da habe ich die Bremse nicht ganz durchgetreten. Leute, da ist grün. Es ist grün. Ich sehe euer Problem ehrlich gesagt nicht. Nee, was ist denn da los? Wie viel Platz habe ich denn nach hinten? Ich könnte ja daran vorbeirushen, die nächste Ampelphase. Was sich jetzt mal gar nicht so dumm anhört, spontan. Also wenn da gleich keiner fährt, du, dann sage ich nicht nein. Ich meine, das ist eh eine Einbahnstraße, das heißt, wenn, dann kommen die von rechts oder von links und von geradeaus nicht. Bedeutet, wenn die da rot haben, dann kann ich da auf jeden Fall dran vorbeiziehen. Muaha. Aber vorher sind die doch gefahren, ne? Ja, das fährt er auch. Ja, okay. Da hat ihm wohl irgendwas nicht gefallen. Oder hat sein Auto abgewürgt, oder da war eine Polizeikontrolle, oder hat sich noch kurz einen Döner geholt. Wir wissen es alle nicht genau. So. Das war der Bordstein. Okay, Josh kann Bus fahren, auf jeden Fall. So, auch nach vorne. Guck mal, ist unsere nächste Haltestelle. So, der Fahrgäste, der Ausstieg ist Fahrt Richtung rechts. So, wollt ihr mit? Nö. Wollt ihr mit Trick mit? Schauen wir mal ganz kurz. So, Trick 17. Ja klar, Trick 17 hilft. So, guten Tag. So. Und weiter geht's. Das. Okay, ich mach das nicht mehr. Das ist. War das im ersten Gang immer noch so? Ich hab gedacht, dass wir irgendwann mal entweder kam das durch eine Mod, habe ich mal gedacht. Oder das wurde mal irgendwann mal gefixt, dass der so. Dass das Getriebe so ist, wie es ist. Ja, muss ich mal schauen. So, das ist nur die Gegenrichtung. Das ist nicht unser Problem. Für uns jedes... Oh. Und da kann irgendwie ganz schön mal so nach links schauen, aber das hat ja irgendwie...
nach vorne schauen. Hat nicht ganz so bravourös funktioniert wie geplant. So, blinken klappt auch bravourös, muss ich sagen. Ihr macht das super. Ich bin richtig stolz auf euch, liebe Leute. So. Eieieiei. Weißt du, ich fähr da mit 10 drüber und trotzdem fühlt sich das irgendwie, sagen wir mal, kaputtgehend an. Die Drempels. So. Das hier geht. Wenn das, glaube ich, ein natürliches Drempel, natürliche Drempels sind und keine künstlichen Drempels. Die natürliche Drempels, die wachsen einfach so, eieiei. Die wachsen einfach so auf der Straße und die künstlichen Drempels, die, ja, muss man auf frisch verlegte Straßen extra draufbatschen, damit Leute nicht so schnell fahren. Das war der falsche Knopf. Achso, ich habe jetzt einfach eine Haltestellenansage verlassen. Ja, du, da sagt bestimmt gleich jemand was, ne? So irgendeine Haltestellen. Das ist doch grün. Wollte nur gesagt haben, ne? Warum ist das schon wieder Durchfahrt verboten? So, ich müsste doch immer auch dran stehen, für mich jetzt explizit erlaubt. Also busfrei oder sowas, weil sonst darf ich doch da auch nicht lang fahren. Ich meine, da ist eine Haltestelle für mich. Das macht schon irgendwie klar, dass ich da lang darf. Aber so straßenverkehrsordnungsmäßig wäre das ja... So, ihr nicht? Ja, sie wollen mit dem Nächsten. Okay, raus will auch niemand. Das beschleunigt unser Verfahren hier ungemein. Oder das war ursprünglich ein anderes Schild und ich habe nur die Datei nicht überschreiben lassen bei der Map-Installation, weil ich nicht wollte, dass mir das Ding meine OMSI-Installation zerschießt. Ja, kann natürlich sein, dass er dann irgendwas anderes da drauf gemappt hätte auf das Schild. Das kann ich mir vorstellen. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Das alles so, wie es ist. Genau. So und nicht anders. Dab, 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 dab. Jo, herzlich willkommen zum Wir schauen uns die rote Ampel an Simulator. Wir sind recht herzlich, wir sind heute mal wieder. Wir sitzen heute in einem, so und so einem Bus und schauen uns die Ampel in Riga an. Das ist sehr, mal was anderes nächstes Mal. Letztes Mal haben wir uns, weiß ich gar nicht, was war die letzte Folge. Aber auf irgendeiner anderen Karte. Wir haben uns irgendeine andere Ampel angeschaut und das ist jedes Mal unglaublich spannend, weil es jedes Mal ein ganz anderes Erlebnis ist. Ja, jede Ampel muss man einfach für sich erleben. Das finde ich eine ganz wichtige... Der redet schon wieder so ein Quatsch, gell? Nonsensgelaber, der Typ. So. Ich muss aber sagen, der Ich-Sterne-Ampel-Simulator hat hier tatsächlich sehr viel Raum heute in der Gedöns hier und so, ne? So, gelbes Autospiel könnten wir ja auch spielen. So, da blinkt es. Aber die haben zumindest die Ampel umgeskriptet. Das finde ich ganz cool. Ist eine Sache, die gab es im ETS dann auch schon immer für die verschiedenen Bereiche. Da gab es dann immer eben so die spezialisierten Bedingungen, die es halt eben auch gab. Wie zum Beispiel eben die Ampeln, die anders liefen und alles mögliche. So. Dann lassen wir mich mal aussteigen hier. Immer noch voll. Ja, okay. Mein schöner Mittelplatz ist immer noch voll. Da können wir aber nicht hinstellen und gucken. Naja, gut. Jetzt dürfen wir es auch nicht mehr allzu lang haben, vermute ich mal. So 21. Je nachdem, wo wir sind, ne? Dies macht natürlich einen Unterschied. Und so viel haben wir auch noch ja nicht gesehen. Wir müssen ja auch alles zeigen. Ich glaube, es ist ja schon wieder dieses Durchfahrtverboten-Schild. Naja, gut. So, für uns geht es aber schräg nach links. So, jemand, der aussteigen? Na ja, klar, jetzt wollen sie überall aussteigen, die Leute. Ist okay. Verlasst mich einfach alle. Wenn ich da ganz allein im Bus bin, was vielleicht ganz cool ist, weil Pause macht sich's dann... Ja. Ist dadurch, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Es sei denn, man ist so ein mega kommunikativer Mensch und möchte irgendwie während der ganzen Pausen seit irgendwelche Fahrgäste um sich rum haben, die einen nerven, keine Ahnung, oder sonst was machen. Wir wissen es nicht genau. So. Ja. Ist, wenn du gar keine Kontrolle hast, wo du bist, aber so früh war es halt, früher immer. Also, gut, nicht, dass du nicht wusstest, wo du bist. Das weiß man dann halt mit der Zeit, wenn man die Route ein bisschen öfters fährt. Aber so jetzt ein digitales System jetzt hier rechts zu haben, wo du einfach ablesen kannst, ja, bin gerade hier, hab gerade Verspätungs-Y. Das ist schon
Muss ich mir wieder sagen, wenn man Omsi so die Busse wechselt, ist das immer wieder tatsächlich ein Gewinn. Weil du halt, sagen wir mal, relativ schnell einen Überblick hast, ob du irgendwie noch wie du im Plan bist, ob du dich vielleicht verfahren hast. Das ist erstmal neulich irgendwie meine, was schon Ewigkeiten her, die eine Städtedreieck-Folge in den Sinn gekommen, wo wir war denn das, habe ich mich irgendwie verfahren, bin mit dem O305G gefahren und ja, da merkst du nicht, wenn du falsch fährst, weil du siehst irgendwie mal Haltestellen. Städtedreieck ist auch immer nur beschildert mit alle Linien. Ergo, du hast halt absolut keine Kontrolle, ob du richtig bist oder nicht. Immer Frage ist so, wo ein paar aussteigen, für die andere Linie da, irgendwie auch keine Ahnung. Biegst halt hier falsch ab und dann bist du halt irgendwie sofort falsch. Und du siehst halt auch nicht an der Verspätung, weil du siehst sie halt nicht, dass du falsch bist. Also das, gut, ist jetzt da nicht das ganz realistische Szenario für Busfahrer in Real Life, aber hey. Ist schon auch durchaus einfacher, ne, dass du einfach ein bisschen mit einem Blick einfach alles weißt. So, ihr werdet jetzt bestimmt alle aussteigen. Ja, dürrisch. So, fahrplanmäßig sind wir top in Form. So, den muss lassen wir uns hier mal stehen. Den darf sich der Kollege snacken. Der freut sich bestimmt auf einen Urbino statt auf die, sagen wir mal, etwas betagten Wagen, die hier bisher im Einsatz sind. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.